Hi Leute, heute war ich und mein Freund mal im Angelladen. Wir sind ja immer noch auf unserer Bootstour. Wir sind jetzt hier unten in der Kabine. Ja, vorhin habe ich Freund gesagt, ich meine die Kumpel. Nicht, dass ihr das falsch versteht. So, also da haben wir Wormen und Angelladen und haben uns das alles gekauft, weil wir wollen viel auf Hecht gehen. Also, ja, Hechte fangen versuchen zumindest. Und halt solche größeren Raubfische, Barsche und sowas. Und da haben wir uns das halt gekauft. Hat alles ungefähr so 12 Euro gekostet. Ja, fangen wir mal an. Also das hier ist, ja, grün. Grün, da im trüben Wasser sieht man den dann gut. Also die Fische sehen den dann gut. Hat so einen Schwanz hinten, da wedelt der das so. Dann hat der 10 Gramm Blei. Und ja, der wird eigentlich ganz gut zum Einsatz kommen. Dann haben wir auch so einen, der ist auch so grün. Hat aber 14 Gramm. Und hinten so einen anderen Schwanz, also so einen lapprigen, der dreht sich dann so komisch. Wird auch so gut sein im trüben Wasser. So, dann haben wir den, also der hat auch 14 Gramm vorne dran. Ja, der ist so komisch lila, also blau sieht das jetzt aus auf der Kamera, aber der ist lila und hier unten so glitzerig silber, blau glitzerig silber halt. Der wird vielleicht für Barsche sein. Naja, ein bisschen größere Barsche, aber so, ja. So, der hier, der ist orange. Der ist für ziemlich gute, also der ist für ziemlich dunkles Wasser geeignet, weil der halt so leuchtend hell ist. Der hat 7 Gramm vorne. Ja, damit gehe ich auch so mal auf Hecht. Ja. So, jetzt haben wir ein paar kleinere Kaliber. Ja, Kaliber halt, Köderfische. Das ist so ein grün, glitzerig, pinker, lila, nee, nicht lila, pink, halt mit 5 Gramm. Der ist richtig gut eigentlich. Ja, damit gehen wir auf Barsche und, ja, auch Hechte. So, und dann haben wir den. Der hat auch 5 Gramm, ist auch so ein kleinerer, also genau, das sind die haben genau die gleiche Größe. Mit dem werden wir auch so auf Barsche und Hechte gehen. Ja, der ist halt so lila-blau, unten so weiß. Und dann haben wir den gleich nochmal in groß mit 10 Gramm, also im Vergleich. Man sieht eigentlich, die sehen eigentlich genau gleich aus. Na, so, sehen eigentlich genau gleich aus, nur dass der hier viel größer ist als der. Und der hat 10 Gramm, der hat noch 5 Gramm. Ja, und die Farbe des Angelhakens ist anders. So, ja, also die fand ich eigentlich ganz cool im Laden. Da, also eigentlich gehören meinem Freund gehören der, der und der. Und mir gehören die vier hier. Ja. Ja, und was ich euch noch sagen wollte, gestern haben wir geangelt und da habe ich einen 45 cm Hecht gefangen. Ja, das war eigentlich ganz cool. Ja, tschüss.